Ich habe auch bei Xbox in die Einstellungen reingeguckt. Ich habe keine Ahnung. Okay. So, So. Stream läuft wieder. WB. In der Cockpit View bei den Schiffen musst du Alt gedrückt halten, um die Kamera zu bewegen. In dem U-Boot nicht. Das ist verwirrend, weil so kannst du das Schiff halt auch nicht steuern. Beziehungsweise, wenn du dann Gas gibst, steuert er auch wieder dahin, wo du hinguckst. Also, strange. So. Strange. Ja, irgendwas ist. Es liegt am Spielkratzer. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wir haben festgestellt, dass es am Spiel liegt. Und irgendwie kann das U-Boot auch auf Land fahren. Aha. Oder es fällt um. Ich komme mir jetzt gerade vor, wie diese runden Dinger in Jurassic Park. Und seit gestern funktionieren, also seit dem Update funktioniert dieses Ding nicht mehr, was die Schiffe auflädt. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Aber dann habe ich mir auch gedacht, hängt sicher mit dem Update zusammen. Aber da kommt sicher bald wieder ein Patch nach und dann ist das wieder behoben. Bestimmt. Stimmt. Dann habe ich gestern, was habe ich gemacht? Ich wollte Schluss machen. Also heute Morgen war das. Kackt das Spiel ab und ich hatte gerade 10 Minuten eingeräumt. Und musste das dann natürlich nochmal machen. Na weh. Ja, ich schaue echt jetzt mittlerweile schon, dass ich so oft wie möglich speichere. Weil. Besser ist das. Also falsche Seite. Was kommt? Ah, eine neue Frachter, das gefällt mir schon sehr gut, was sie da alles gemacht haben. Aber mir fehlen leider ein paar geborgene Daten, dass ich alles freischalten kann. Ja, also ich war froh, dass ich dann irgendwann die Teleportkammer noch gesehen habe. Den Teleport runter zum Hangar finde ich gut. Ja, super. Die Räume. Ja.
Es laufen jetzt überall Leute rum, das ist nett. Wobei ich das nicht verstehe, warum die Geschwaderpiloten, also die Geschwaderführer von den Expeditionsflotten da rumlaufen, wenn die gerade auf Expedition sind. Ja, ja. Vielleicht Homeoffice oder was? Keine Ahnung. Ja, die Chefs bleiben meistens zu Hause, wenn es gefährlich wird. Stimmt. Stimmt. Schon lange her. Ja. Also ja, das. Ich habe auch natürlich sehr viel Naniten gemacht mit den Tiere-Scannen. Ja. Und ich habe jetzt 19 Planeten, alle Tiere gescannt. Und bringst du doch rund immer 2000 Naniten zusammen. Da kommt auch schön Naniten rein. Also ich scanne die erst, wenn ich alle Tiere von einem Planeten habe. Manchmal ist einer, manchmal sind es 12. Genau. Dann gibt es ja diese Riesenwürmer immer mal. Und gestern habe ich ein Nest gefunden. Okay. Wenn du da drauf ballerst, kommt so ein kleiner Riesenwurm. Und was kommt bei dem raus? Lass mich mal nicht lügen. Fleischiges Seil. Okay. Davon habe ich 5 Stück. Jetzt lass mal gucken. Und in den Patch-Dingern hieß es, dafür kriegst du Nanit, aber jetzt habe ich hier gar kein E. Ja, vielleicht musst du sie auch in die Raffinerie schmeißen. Oh. Wo man den Schimmel macht auch. Tatsache. Und pro 50 bekommst du, pro Ding bekommst du 50 Naniden. Oh, das ist nicht schlecht. Ich meine, okay. Jetzt nicht die Welt, aber. Naja. Beim Schleim sind es 5 zu 1, glaube ich, oder? Okay, hier ist 1 zu 50. Eben. Okay. Für 500 Schleim bekommst du 100 Naniten. So. Mirko, was hast du denn für Pech? Hast du gesehen, wo Stengel gebaut hat? Unter einem Handelsposten. Ich dachte, wo gibt's denn diese schrägen Rampen? Ja. Streben. Ja. Und da geht er mit der Kamera ein Stück zurück und ich denke, du Spacken. Heute gab's schon Patch. Achso. Nicht Pech. Okay. Ach so, ja, bei mir läuft schon den ganzen Tag, darum bekomme ich nichts mit davon. Och, Kratze. Na gut. Aber danke für das Rumkommen. Und viel Spaß im Lurk. Ja, von mir auch natürlich. Wieder eine Expedition. Ich die neue, die müssen wir diesmal auch ausprobieren, gell? Die
die Expedition, was startet? Nee, meine Siedler hier. Ja, nee, ich meine ja, für das Update kommt ja immer eine Expedition auch dazu, die man spielen kann, wo du praktisch auch bei Null startest. Und da sind halt diverse Aufgaben und bekommt man tolle Preise dafür. Und die kannst du dann in dein laufendes Spiel übernehmen. Diese Sachen, was du dort bekommst und so. Wo ist die Mission? Ja, da musst du auf Singleplayer gehen am Anfang. Okay, krass. Und dann, dann gibt es ja diese Auswahl mit Normal, mit Überlebensmodus und mit Permadeath. Und ganz am Ende ist immer diese Expedition. Da steht jetzt, dass die schon vorbei ist, die Laufrunde, die was gewesen ist. Und da kommt aber jetzt auch eine neue. Da kann man tolle Sachen erspielen. Und ja. Aber wo ist diese Auswahl? Ja, wenn du nicht auf mehr Spieler gehst, sondern auf Singlespieler. Ganz am Anfang, wenn du das Spiel startest. Und ich. Okay. Weil wenn du das Spiel startest, dann kommst du ja auf. Zuerst musst du einmal drücken und dann sind zwei Auswahlfelder hier. Rechts ist Mehrspieler und links ist Singleplayer. Du kannst dir deinen Spiel. Links ist Multiplayer. Rechts ist Multiplayer. Ja, weil du kannst ja auch wenn du Multiplayer angefangen hast zu spielen, kannst du ja ständig auch in den Singleplayer wechseln, wenn du willst. Okay, so, jetzt haben wir da wieder ein bisschen aufgewertet. Naja, da brauche ich noch ein bisschen. Wusstet ihr, wenn ihr den Nexus in jede neue Galaxie ruft, dass ihr auch wieder einen Platz für eure Ausrüstung machen könnt? Ja. Nein. Wusstest du, dass wenn ihr, wenn du die Anomalie in ein neues System rufst, dass du dann auch wieder einen Platz für deine Ausrüstung machen kannst? So, und wusstest so du, dass wenn so du ein paar richtig. Tage später dann nochmal hinfliegst, du wieder einen Platz machen kannst? So wäre es richtig gesagt. Also nach ein paar Tagen geht das auch wieder. Okay. Weil ich bewege mich hier im Kreis und lande immer wieder mal auf derselben Station und dann kriege ich da auch wieder ein Upgrade. Also ich habe die auch schon fast voll. Ja, wie gesagt, ich schaue auf das nicht mehr, weil ich bin ja schon lange voll. Aber darum ist es ja bei mir so schnell gegangen, weil ich immer auch die Anomalie gerufen habe. Ich auch, ja. Ich dock quasi aus der Raumstation aus, rufe die Anomalie. Genau. Alles gut, Mirko. Aber Nexus ist halt eine Anomalie und Galaxie ist ein System. Das da links oben ist eine Galaxie und da gibt es Millionen von Sonnensystemen. Und der Nexus ist in der Anomalie, Mirko. Nexus ist das, wo man mehr Spieler machen kann. Also wo genau, man Missionen für mehr Spieler machen kann. Wenn du da landest, parkst, dockst, whatever, dann ist da ganz am Anfang unten so ein, da hängen auch öfter mal mehr Leute rum, das ist so ein viereckiger Kastenwürfel mit einer Kugel drin. Und das ist der Nexus. Aber diese Station selber heißt Anomalie. Nur um die Begrifflichkeiten zu klären, nicht die Rechtschreibung.
Die kritisiere ich auch eher nur bei Leuten, von denen ich weiß oder denke, sie könnten es besser, haben aber keinen Bock. Und dann habe ich richtig Bock, denen einen reinzuwürgen. Und werde zum Grammar-Nazi.